Sieht eure Phalaenopsis auch so aus? Dann solltet ihr sie umtopfen. Ich zeige euch wie. Als allererstes topfen wir die Pflanze aus und machen das ganze alte Substrat ab. Als nächstes desinfiziert ihr eure Schere und macht den Topf sauber. Und schneidet alles weg, was braun und abgestorben ist. Hier in etwa. Das kann auch noch weg. Und das hier auch. Ihr habt jetzt zwei schöne vitale Pflanzen mit kräftigen Wurzeln und hellgrünen Wurzelspitzen. Schnappt euch jetzt euer Orchideensubstrat, halt, das sind Steine, und topft die Pflanze wieder neu ein. Nehmt beide Pflanzen zusammen, alle Wurzeln in den Topf rein, haltet die Pflanzen mittig fest und füllt ringsherum mit dem Substrat auf. Ihr könnt jetzt eure Pflanze wieder ans Fenster stellen, wartet am besten noch 2 Tage mit dem Angießen, damit die Pflanze ihre Wunden an den Wurzeln verschließen kann. Viel Erfolg beim Umtopfen!